eine gemeinsame Ferienaktion vom Museum für Vor- und Frühgeschichte und der Bücherei brachte für 16 Jungen und Mädchen an der Luisenhütte viel Spaß mit sich. Nach dem Frühstück wurde gewerkelt, gelesen und gemalt. Zunächst erfuhren die Kinder etwas im Museum über die Kreidezeit, ehe sie lernten, Kreide herzustellen. Das wurde aus Gips, Wasser und Farbe gemacht. Zudem wurde gelesen und gemalt. Das Buch ist ein super nettes Kinderbuch. Erstmal geht es natürlich um Hunde und Kinder. Das passt natürlich schon mal perfekt zusammen für die meisten. Die meisten Kinder lieben ja Tiere. Und hier treffen zwei Verlierer aufeinander. Das ist der Felix, das ist der absolute Matheversager. Und der böse Herr Teufel hat ihm gerade die nächste Sechste auf den Tisch geknallt. Und er weiß noch gar nicht, wie er es der Mama sagen soll. Und das ist der Rocky, dem knackt es dauernd im Rücken. Der ist nicht mehr der Jüngste, der Rocky. Und das ist bei seinem Job natürlich doof, denn der ist Polizeihund und der rasselt durch die Polizeihundprüfung und muss leider dann ins Tierheim. Und da treffen sich dann der Felix und der Rocky und die beiden klären sogar einen Fall auf und zeigen, dass auch aus Verlierern noch als Freunde echte Gewinner werden können. Und das setzen wir eben auch in Kreide um, das Buch. Die Bilder zur Geschichte wurden mit bunter Kreide im Riesenformat auf dem Gelände vor und an der Luisenhütte auf die Straße gebracht. Die Bildergeschichte wurde danach fotografiert und in einem gemeinsamen Bogen am PC zusammengestellt, sodass jeder eine schöne Erinnerung mit nach Hause nehmen konnte. Jagt dann und passt auf Schafe auf. Warum wir überhaupt einen Hund eingeladen haben? Bitte, Lilly. Weil da ist ein Hund, der heißt Rocky und sie haben eine Übung und der ist jetzt so alt, weil sein Rücken knackt immer. Also da geht es um einen Polizeihund, der nicht mehr Polizeihund sein kann. Aha. Und einen Jungen, der ganz schlecht in Mathe ist. Zudem ließ sich ein Überraschungsgast sehen. Es war Inge Plassmann mit ihrem Hund, der zur Geschichte passte.